So, meine Damen und Herren, ich habe jetzt die Ehre, die 6. internationalen Boxmeisterschaften hier in Moers zu eröffnen und unterstützen Sie mich bitte dabei mit einem dreifach kräftigen Ring! 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 Vielen Dank! Vielen, vielen Dank, meine Damen! Vielen Dank! Ich kann nicht schon unterscheiden und beurteilen, welcher Sport anspruchsvoll ist und herausfordernd. Ich habe auch meine Zeit lang trainiert, in diesem Ring gestanden, beim BC in Münster, einem damals ambitionierten Boxclub. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt keine Sportart, die so anspruchsvoll ist wie das Boxen, weil Boxen auf der einen Seite natürlich die Ausdauer fordert, weil Boxen aber auch die Kraft fordert des Einzelnen, die Koordinationsfähigkeit, die Beweglichkeit. Wenn man einmal nicht aufpasst, eine Sekunde, dann ist das für einen Mittelstürmer in der Fußball-Bundesliga ärgerlich, aber nicht schlimm. Für einen Boxer ist es in der Regel das Aus. Also von daher ein sehr anspruchsvoller Sport. Und meine Damen und Herren, was mir ebenfalls sehr wichtig ist, Sie werden das auch gleich sehen. Boxen ist nicht einfach eine wilde Schlägerei, wie Sie es manchmal vielleicht auf irgendeinem Fernsehsender sehen, wenn ein drittklassiger Profikampf da übertragen wird. Boxen ist eine Sportart, die von den einzelnen Sportlern Disziplin, vor allem aber auch Respekt vor dem Gegner und Selbstkontrolle abverlangt. Nur dann kann man ein erfolgreicher Boxer sein. Das sind Werte, meine Damen und Herren, die auch in unserer Gesellschaft von großer Bedeutung sind, die manchmal abhanden kommen und die wir hier und der Boxsport den jungen Menschen mit auf den Weg gibt und sie dazu fordert. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir die internationalen deutschen Boxmeisterschaften hier haben. Das heißt, dass hier auch die jungen Sportler, die in Deutschland leben, aber keinen deutschen Pass haben, integriert werden und damit eine wertvolle Leistung von Boxsport hier gemacht wird. In diesem Sinne freue ich mich auf spannende Kämpfe. Ich bin davon überzeugt, dass wir am Schluss beim Finalabend auch eine sehr volle Halle hier haben werden, denn das haben alle Sportler verdient. Ich darf auch sagen, unser Boxer hier aus Moers, der Schahan, der es heute nicht geschafft hat, Schahan, das kann passieren. Zum Sport gehört eben auch, dass man verliert. Ich glaube, dass du die richtigen Schlüsse daraus ziehst, noch härter trainierst, dich vielleicht noch mehr entspannst vor dem Kampf und dann wirst du auch wieder die Erfolge haben, die ich dir wünsche und die dir auch wünsche. Also nicht aufgeben, Schahan, das kommt dann im Boxsport vor. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir die Teilnehmer der dritten Session des heutigen Tages. Im ersten Kampf sehen wir Abbas Bahu und Jeremy Benz. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die beiden Boxer sich auf das Boxen schon vorbereiten. Danach sehen wir in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm Marcel Orsinger und Jan Ulyana Kamov. Es geht weiter im Welter Malber Vashmalyan gegen Ansor Magomedov. Noch ein wilder Gewichtskampf. Malek Esmerhine, er hat heute schon geboxt gegen Magomed Shahadov, den haben wir auch schon gesehen. Es geht weiter im Mittelgewicht. Abu Hotel Abdul Rahman boxt gegen Andreas Herrmann. Wir kommen zur Gewichtsklasse, wo es 81 Kilogramm gegen Halbschwergewicht. Hier steht sich gegenüber Alex Leaschinschuk gegen Amma Abu-Jabbar. Und im letzten Kampf des heutigen Abends sehen wir Igor Tesjev gegen Kevin Dömer. So, ich bitte die rote Ecke um den
und Sportler muss. Wir begrüßen die Fans und Zuschauer dann recht Richtung. Ring. Die blaue Ecke. Wir begrüßen das blaue Team mit einem dreifachen Ring. Meine Damen und Herren, das sind die Hauptdarsteller der Sporting Chaos. Vielen Dank.